Hallöchen Leute, wie für jeden Akt, das sich gehört oder jedem Hauptvideo von Joe, gibt es auch hier wieder neben der Reaktion, auf die ich gestern reagiert habe, auch ein Outtakes-Video. Ich bin wirklich sehr gespannt. Outtakes an meinem Mond, Sonst 5, wie ich will sagen, wir gehen einfach rein da, ja. Und diesmal habe ich wirklich Akt 5 gesagt, nicht in meiner Reaktion auf die Reaktion, wo ich Akt 3 gesagt habe. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber Akt 5, Outtakes, let's go. Freunde! Wow! Bruder, chill! Akt 5 ist jetzt endlich online und viele der Geheimnisse, die wir jahrelang gehütet haben, sind jetzt enthüllt worden. Viele Mysterien kamen jetzt endlich ans Licht und ja, viele Dots wurden connected. Aber das war nur der Anfang. Für viele von euch war das teilweise wirklich das krasseste Erlebnis, was sie jemals gesehen haben. Also viele haben wirklich geschrieben, das war das beste Video auf YouTube, was sie jemals gesehen haben. Tatsächlich hatten wir selber auch jetzt bei der Live-Premiere nochmal extrem Gänsehaut beim Gucken, weil für uns es endlich ein Relief ist, ja, viele Sachen endlich sagen zu dürfen. Das war eine riesige Ernte, liebe Freunde. Viele Dinge, die wir in den letzten Jahren gesät haben, wurden jetzt geerntet quasi, aber das große Finale steht noch offen. Ne? Noch zwei Videos, liebe Freunde, noch zwei Videos. Es ist geisteskrank. Ich denke mal, Sandmann wird wieder so ein Vibe kriegen wie die letzten Spin-Off-Videos. So mega cool, aber nicht so krass für die Story. Aber ich glaube, Akt 6 wird mal viele Sachen enthüllen, definitiv. Ich kann mich auch irren. Vielleicht ist Sandmann auch so wieder so ein bisschen, wo Ju wieder im Ernten ist. So, ja, keine Ahnung. Aber mein erster Guess wäre der jetzt hier. Ich bin übrigens gerade auch am Skript schreiben für mein Theorie-Video, was auch die Tage kommt. Ich weiß noch nicht genau, wann ich schaffe. Ich hoffe, ich schaffe es früh. Ich gehe mein Bestes, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nichts aufgenommen, das Skript ist aber weit fertig. Wir haben gerade 0 Uhr am Montag, also Dienstag ist jetzt eigentlich offiziell schon. Ob es heute rauskommt, ich glaube eher nicht, weil das wäre wild am Dienstag, aber wir werden sehen. Mal gucken. Dann sagt der Kanal goodbye. Aber Brüder, was habt ihr mit Pete gemacht, Alter? Der Bruder, der kam ganz kurz mal in Eternal Godstone und wurde sofort weggekauft einfach. Aber wir sitzen schon an der zweiten Fuhre. Eigentlich haben wir noch ein kleines Geschenk für euch, was jetzt nicht mehr so ultra viel Sinn macht, jetzt wo es sold out gegangen ist. Aber hier einmal der Teaser von Pete. We gonna fuck up, yeah. Den haben wir ja schon gesehen. Bei der Reaktion war das, glaube ich, kam der vorher. Extra big. Nobody around is gonna stop this. Flyer than the plane, yeah. This is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the box in my pocket. So, wenn ihr das schon krass fandet, dann seid gespannt, denn es erwarten euch noch krasse Behind-the-Scenes-Videos. Ja, allein diese ganze Reise zu Monte war so ein Abenteuer für sich einfach. Der ganze Kampf zwischen den Wächtern und die Verwandlung von John zu Baby Rexha. Das ist auch nochmal ein wahnsinniges Video geworden. Wir sind da einfach alle Delulu geworden so. Und John ja. Noch komplett raus. Und er meinte auch irgendwie, dass es international gegangen ist. Bin ich auch sehr gespannt, was das heißt. In der Comfort Zone. Also, es erwarten euch auf jeden Fall sehr, sehr viele geile Videos noch. Und für die Leute, die Theorien stricken, ja, die Edits machen, die Cosplays machen, ne? Auch wenn wir nicht immer darauf antworten, ey, wir sehen fast alles, wir sehen so vieles, es wird so und so viel, so viele Dinge werden einfach hier zwischen uns hin und her geschickt, weil wir das großartig finden. In unseren Herzen geht es voll auf, dass diese paar Ideen, die damals gestreut worden sind, zu einem Universum geworden sind, wofür ihr eigentlich verantwortlich seid. Ne? Ihr habt das zu einem Universum gemacht, nicht wir selber. Ne? Wir erzählen... Ich hab's zum Universum gemacht. Sorry. Aber ich hab's JCU getauft, deswegen, da ist ja das Wort Universum drin, also... Wer was wörtlich nimmt, bin... Nee, ich hör auf damit. Aber ich habe ja recht. Ich hab's ja... Den Namen JCU kommt ja von mir. Ist er so. Also, ja, Fun Fact. Eine Geschichte. Und ihr macht das so big. So, deswegen vielen, vielen lieben Dank da. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes, Freunde. Ja, mit Blueberry Blaubeer Geschmack, Digga. Ja, moin. Nochmal, ich mach das so ganz... Nein, ja, nochmal. Mit Blaubeer. Das war der Stream, der Stream. Die Szenen, die sie spontan gemacht haben, ne, weil es im Skript nicht so viel drin stand. Jetzt stinkt ja, einmal ein Blaubeeren. Oh, Dates. Ey, lass meine Tasche in Ruhe! Ey, stopp! Nicht! Oh mein Gott. Oh, nee, Digga. Oh. Oh. Hey, halt, stopp! Lass die Tasche in Ruhe! Nicht, das ist gefährlich! Oh, super, ihr Trottel. Jetzt weiß der Mann im Mond. Der Mann im Mond, Digga. Der Mann im Mond. War das von Majora's Mask oder war das nicht auch der Mond oder so ein Komet, auf die das Ding spielt, Dings kommt? Ich hab's Spiel nicht gespielt, sorry. Der Montag. Nein. Oh, ja, so meinte ich das auch nicht. Oh mein Gott, das bewegt sich, bewegt sich! Oh mein Gott, warte! Okay, lass mal machen. Das sind 10 Meter, wie bist du dumm oder was? Mit der Macht oder was? Warte, ich versuch's. Bitte! Ja, mein Gott, was? Hör auf, warte, wir konzentrieren uns jetzt so. Oh, ja, film das! Go! Hast du was gehört? Ich auch nicht. Das hat gar keinen Sinn gemacht.
Ja, die Aufnahmen sind ja dann genommen, nachher bin ich auch nicht hier. Das ist nicht lustig. Ich war nicht drauf, warum du seid hier. Ja. Okay, dann. Also ich komm recht schnell mit dem Nidu, das heißt, du musst auch recht schnell. Go! Hast du was gehört? Nidu? Hätte 1 zu 4. Go! Hast du was gehört? Nidu? Es klappt nicht, sorry. Es klappt nicht. Go! Hast du was gehört? Ja. Was hast du gesagt? Dass du keine Chance hast. Was? Bro. Go! Sorry. Go! Hast du was gehört? Go! Tigger, das ist immer schlimmer bei dir. Aber gar keine Reaktion mehr hier. Ich weiß gar nicht, was ich lustig finde gerade. Mit Blueberry-Blaubeer-Geschmack. Tigger! Ja, mit Blueberry-Blaubeer-Geschmack. Tigger! Warte, ich guck die ganze Zeit in die Kamera. Cringe. Ja, mit Blueberry-Blaubeer-Geschmack. Blau-Schmerz. Blau-Schmerz. Ja, mit Blueberry-Blaubeer-Geschmack. Tigger! Jammer! Ja, mit Blueberry Carbonara Geschmack. Digga! Ja, moin! Achso, ja, danke. Ich bin Julian und das ist John und willkommen in Frieden. Ah, Schmutz, Digga! Das war geil, ja. Du kannst noch so Schmutz, Digga! Schmutz, Digga! Geil. Na dann, Digga, erzähl mal, wer ihr seid, Digga. Warum bringt ihr uns das Zepter, Digga? Na, Digga, dann erzähl mal, Digga, wer ihr seid, Digga. Warum bringt ihr uns das Zepter, Digga? Geil, irgendwie die Originalstimme zu hören nochmal von ihm. Ich hab sonst gar nicht gehört. Die wurde direkt synchronisiert drüber. Der Einzige ist das Ziel. Okay. Ja, das ist mir auch gefallen. Wir wollen die Zahnfee sehen und ihr das Zepter zurückgeben. Was habt ihr mit ihr gemacht, ihr scheiß Masken? Oh, sorry, Gewohnheit. Also noch ein letztes Mal kommen. Auch irgendwie ist das Zepter der Zahnfee, Digga. Wir wollen die Zahnfee sehen und ihr das macht. Das ist scheiße. Bitte? 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 Und Action! Ja, aber die Welt ist in Gefahr. Nur die Zahnfee kann uns helfen. Für uns kämpfen. Hoffentlich. Bitte. Bitte mehr. Was? Ey, sag mir nicht, der ganze Weg hier war Geldetschukender. Ey, sag mir nicht, der ganze Weg hier war ganz komplett. Digga, ich halt komm. Der ganze Weg hier hin. Wie bitte? Wie bitte? Wie meinen? Was? Entschuldigung? Wie bitte? Was? Gesundheit. Gesundheit. Ich fand die alle gut. Ja. Ja. Nee, pass, bitte. Und aufpassen sollen, dass keine Typen herkommen, die alles boykott. Oh, Digga. Mann, Schmutz, Digga. Komm, sag schon, Digga. Hier, boykottieren, Digga. Boykottieren, Digga. Beutokieren, ja, Digga, Mann. Sag schon, Digga. Heute. Boykottieren? Boykottieren, Digga. Das ist auch geil, ja. Ah, sehr, sehr interessant auf jeden Fall deine Story hier. Auch gar keine Zeitverschwendung für uns hier, deine Story so. Ich mach nochmal. Ah, sehr interessant, auch gar keine Zeitverschwendung für uns deine Story. Aber weißt du jetzt, wo wir die Zahlfee finden können? Jetzt muss ich selbst gehen. Oh. Hallo? Das ist ganz geil, ja. So. Befreien? Also, okay, klar, das muss man aufpassen. Ah, okay. So ist es richtig. Aber ich kann nicht auf die Tasche springen. Ja. Ich kann rauskommen und kann ich so hochgucken. Ja. Ja, dann spring raus. Schön. Ja, perfekt, geht doch. Go! Go! Warum ist der Pillemann da bei euch, Digga? Da würde ich was sagen. Sorry. Und bitte. Oh. Schmeckt sehr lecker. Ein bisschen nach Tränen. Okay. Sehr lecker. Muss ich immer noch gehen wegen Freunden. Ein bisschen nach Tränen.
Ruhig, Carlo, ruhig. Mach noch einen Digger, Mann. Oh, ruhig, Carlo, ruhig. Digger. Digger. Lauf, ja, Leute. Und go. Hier, yeah, leckerli, Carlo. Oh mein Gott, ist das Monsieur Pete? Haben wir ein bisschen mehr Gesicht? Ich muss ja so Sachen sagen wie Ding ever hier. Bitte! Hey! Was machst du? Ich war vor dir noch. Ja. Ich hab keine Ahnung, wer ihr beiden seid oder was ihr mit dem Boot fahrt. Aber wenn es die jetzt hat, ich muss ja laufen die ganze Zeit. Boah. Aber stimmt irgendwie auch praktisch, dass Phoebe so nicht so viel. Gut, sie wusste irgendwas, dass sie den Leuten Bohnen bringt. Das gab es jetzt beim Zanfi jetzt nicht so sehr. Das heißt, sie wusste schon ein bisschen was. Aber dieses Seil hier, diese Apparatur mit Ziehen, das war ja das gleiche wie bei dem Koffer, den die Kellerasseln ziehen mussten. Das heißt, den Job, den sie als Kellerassel theoretisch hätte machen müssen, nämlich Koffer ziehen, hat sie durch diesen Bohnensack ziehen ja auch ähnlich dann gemacht, ja. Ey, das First Take, ich muss wieder reinfahren. Keine Ahnung, wer ihr beiden seid oder was ihr mit dem Bohnen fahrt. Aber wenn sie euch helfen, Zanfi zu retten, bin ich dabei als Mann. Ich hab den Check genommen. Hier kommt Mindy, kann noch mehr Power haben. Hier kommt Mindy. Das sind Leute, als Zuschauer auch freut, dass sie wieder weg ist. Hier kommt Mindy. Ach nee, die haben das dann, ich dachte, die haben das zum selben Zeitpunkt gedreht wie bei Zahnfee, aber haben sie ja nicht. Weil die sind auch nicht gerade in diesem Raum, wo sie vorgedreht haben, die sind jetzt in dieser, wahrscheinlich im Schloss haben sie das gedreht gerade. Das klingt so ein bisschen hallig wie im Schloss. Weil die haben ja gemeint, die haben ja extra gefragt, ob Phoebe nochmal kommen mag für den Dreh, weil sie dann die Minty-Szene mal neu gedreht haben. Das heißt, wahrscheinlich die Kellerassel-Szene auch nochmal neu gedreht, okay. Ein bisschen noch weniger bewegen, oder? Ach so, Digga, sag doch. Freunde meines Bosses sind auch meine Freunde. Boss. Ach, Digga. Freunde meines Bosses sind auch meine Freunde. So, aber der Boss. Ach, ich. Freunde meines Bosses sind auch meine Freunde. Bosse, Bosse, Bosse. Freunde meines Bosses sind auch meine Freunde. Nee, Bosse. Mann, es geht nicht. What the fuck? Freunde meines Bosses sind auch meine Bosse. Bosse, 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 Bosse. Freunde meiner Bosse. Meine Bosse. Freunde meines Bosses sind auch meine Bosse. Freunde meines Bosses sind auch meine Bosse. Oh, ja. 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 Könnt das so droht haben. Peinlich, peinlich. Ju! Ju! Na! Ju! Wo sind alle? Sind alle weg? Wo sind die denn? Warum sagst du nichts? Hä? Wo sind die denn? Hä? Was ist los? Ist er weg? Ja. Nice. Die Söhne. Go. Ja. Winter, Montana, Washington. Steht aber nicht im anderen Montana. Celebrity. Das ist ja gut. Ja, so ein Celebrity. Doch, oder? Warte mal, Montana White, gab es nicht noch diesen anderen Montana? Nee, wie ist das? Doch, 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 warte mal, dieser Celebrity. Nee. Aber ich meine, rein theoretisch müssten sie ja, wie gesagt, Montana Black immer noch kennen. Weil Marcel Ehres haben sie ja in der Schule gemobbt. Und das ist ja Monte gewesen, quasi, in Der Mann im Mond. Akt 1 war das, glaube ich, ja. Sie wohl.
Kylo? Okay, dann... Also soll ich auch den aufspinnen, Bossmann, oder einfach reinlaufen? Du kannst eher so verdutzt, du bist ein bisschen so verwirrt, was du für den Sound gehört hast. Ja, kannst du dir das vorstellen, ich mach schon so lange Internet, ich bin jetzt richtig so überfordert, ehrlich. Ja, ich weiß gar nicht. Die haben nur so reingeguckt. Oder? Oder? Und was sagst du? Wie war dein Acting Skill? Hammer! Also, ich soll erstmal einen kleinen Stepper reinmachen. Genau, du kommst so rein, lass dir ein bisschen Zeit so und dann sagst du, Bruder? Also, so beim Reingehen muss ich erstmal analysieren mit den Augen, wer das ist und dann sage ich, Bruder, Bruder, Bruder. Genau. Bruder? Machen verschiedene Brüder, kannst du also Bruder. Oder soll ich das immer vormachen und dann machst du einmal. Ja, von mir aus gerne, ja. Man denkt das gar nicht mehr, aber. Ich fühle mich jetzt gerade so wie du im Livestreaming, Digga. Okay, ich mach mal vor. Mhm. So. Bruder? Soll ich da mal grinsen wie ein Dämlicher oder so? Erstmal noch nicht. Jetzt habe ich die erste Schauspielerrolle auf dem Mund, oder? So ein bisschen out of Comfort Zone. Auch nicht so schlecht. Bekämpft auch gut Alzheimer. Weil das oft ja auch hat, so Alzheimer-Anfälle, so, wo alle so Memes draus machen, ist Alzheimer jetzt so, wo man Sachen öfter mal vergisst, auch wie die diesen boykottieren. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist ja wirklich auch so ähnlich auch mal passiert, ja. Bruder? 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 Also für Berliner Tag und Nacht reißt, glaube ich, Digga. Jetzt müsstest du sagen, nicht mehr gesehen, Digga. Willst du es nochmal vorsagen? Ja, nicht mehr gesehen, Digga. Und so viel sieht man von dir auch. Bam, bam. Das kann ich am besten, Digga. Das kann ich am besten. Ich fühle mich richtig überfordert von sowas. Okay, aber ich mach's, okay. Lange nicht mehr gesehen, Digga. Ja, geil. Haben wir auch schon. Diggers. Ja, also in verschiedenen Wortlagen. Genau, ja. Digga, Digga, Digga. Machen wir so einen längeren. Digga. Okay. Digga. Okay, jetzt kommt nur noch das legendäre Traum. Und das in verschiedenen Stimmlagen wieder, oder? Ja. Ja, es gibt's eigentlich nur in einer Stimmlage, Digga. Das ist immer der weiß gar nicht, wie das zusammengebaut wird nachher, oder? Der weiß das glaube ich gar nicht. Geil. Okay. Na moin. Na moin. So, das ist halt auch ein Freestyle-Ding. Dieses Ja moin ist so eher das so. Kommt so manchmal. Ja, dieses so, wenn eine Situation ist, dann sagt man immer Ja moin. So, weißt du, das ist auf Knopfdruck immer nochmal was anderes. Ja. Ja moin. Mehr geht nicht. Das ist das Ja moin. Also ich gebe dir auch ein paar Jamoins einfach. Okay. Genau, machen wir einfach hin und her. Okay. Ja moin. 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 Sind immer gleich irgendwie. Sind es verschiedene? Weiß ich nicht. Mit dem Zepter können wir also überall. Aber spannend auch, dass Stuart das ihm vorgibt und erst nachmacht, weil genau sie sind ja auch nachher aufgebaut geworden. Ist auch schlauer, das ja. Wir müssen uns nur auf die Zahnfee konzentrieren und dann sind wir schon bei ihr. Ach du. Warum ich denn jetzt schon wieder? Du bist ja was ist wrong? Ja, einfach du. Hey, warum denn? Du bist doch jetzt ein Fanboy hier mit dieser ganzen Hose an den Bächen und muss einfach nicht schon die Bohnen nehmen. Jetzt kannst du das mal auch machen. Na gut, okay. Na, mach du. So! Die Zahnfee? Dann nehmen wir oder komm, Alter. Go! Die Zahnfee? Hammer! Ja, Digga! Ja. Das reicht! Alter, das ist fantastisch! Das ist eine wahre Identität so abzuschirmen. Ich bin einfach nur irgendein Typ, der in andere Rollen schlüpft, um seine wahre Identität abzuschirmen. Ja, ich gehe mal sich komplett verändern. Unmöglich machen, deine Daten abzufangen oder zu entschlüsseln. Ah. Gut, mein letztes Geld ist nämlich für mein Kostüm draufgegangen. Sehr geil auch. Super, ich habe nämlich alles für mein Kostüm ausgegeben. Was ist das mit Charakter? Ja, haben wir. Okay, also. Ich meine, es ist auch ein Talent, so zu spielen, ne? Also Respekt auf jeden Fall raus, ne? Finde ich stark. Wenn du deine Identität abschirmen möchtest, dann musst du NordVPN installieren und so, das ist mega krass. Ist. Und wie? NordVPN ist nämlich jetzt. Ich will auch mal was sagen. NordVPN ist nicht. Mit dem du ein besonderes Angebot auf dein 2-Jahres-Paket obendrauf erhältst, ganz ohne Risiko durch eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Digga. 30-tägige Geld-Zurück-Tägige Geld. Zahnfee-Fanboy. Ja, aber du wolltest doch das Zepter zu ihr bringen. Du hast recht. Aber wo ist die Zahnfee denn?
Das frag ich doch dich! Das frag ich dich, Bo! Aber du bist doch der Zahnfee-Fanboy, du musst das doch wissen. Du kannst dir beim Essen vorstellen, sowas. Aber du wolltest doch das Zepter. Oh, krass! Hallo, Herr Zahnfee. Schauen Sie mal, ich habe Ihr Zepter dabei. Ja, so geil, dass man das so sehen gibt, wo dann was Unvorhergesehenes passiert und man dann daraufhin weiter actet, auch wenn es vielleicht nicht dem Skript entspricht oder auch wenn es nicht weiter, nicht der Story beiträgt, weil es könnte ja doch irgendwas Spannendes bei rauskommen am Ende. Das heißt, ich sehe auch super oft, dass John auf Sachen von Drew weiter actet, obwohl das gar nicht so vorgesehen war oder auch vielleicht gar keinen Sinn ergibt, aber trotzdem weiter, weil es könnte trotzdem cool werden. Das finde ich so cool irgendwie, ja. Fips? Nee, John. Aber Sie können mich auch Pips nennen, wenn Sie wollen. Okay, noch ein bisschen weniger noch. Okay. Aber ist funny. Pete, du bist so sinnlos. Zwei, eins, null. Oh Gott, ich hoffe, der lebt noch. Wie haben wir den? Ich habe mich schon gewundert, weil wir haben auch ein paar Stories, habe ich jedenfalls gesehen, mit Strumpf und diesem Stück Holz in der Hand. Ich habe mir gefragt, so, wofür braucht er das eigentlich? Das habe ich gesehen. Ja, jetzt ist mal wofür, um den Osterhasen wegzuhauen hier. Ist okay. Mach das deine mit. Ich habe gesagt, ich mache heute richtig schlecht. Ich acte heute schlecht. Ich zeig's euch kurz. Bitte! Oh, Julian? Bam, bam, bam. Richtig schlecht, richtig schlecht. Okay, den schlechten haben wir, dann jetzt wieder einen richtigen. Action! Julian! Wieder mal geil. Geil. Rainer Fang! Oh! Hast du geworfen? Ja. Action! Rainer Fang! Boah, Action! Schnell! Er ist mal eingerenkt wieder worden, wo alle Gelenke. So gibt auch so einen Chiropraktikgriff, dass du von hinten packst, nach oben hebst. So. Ja. Löst die Ketten, du Narr! Verstehst du kein Deutsch? Doch, aber meine Eltern. Fresse! Doch, ich bin hier geboren. Ich war auch auf einer deutschen Schule, aber meine Eltern, die kommen aus Nordkorea und die können nicht so gut Deutsch. Die können generell nicht so gut sprechen. Aber ich spreche Deutsch. Ah, dieser lange Dialog, den haben sie, glaube ich, rausgeschnitten. Ah, den haben sie rausgeschnitten, auf jeden Fall. Aber dann wisst ich, dass das so quasi die Lizin ist, irgendwie. Schneller weiterhauen. Ich sage es ruhig rein. Oh, mein Finger! Oh, scheiße. Echt? Ich habe meinen Finger. Nein. Finger. Zum Glück nicht so doll. Zum Glück bin ich schwach. Ja, ist die Frage, ne? Wenn du dich selbst schlägst, bist du dann und dir Schmerzen hast, bist du entweder super stark oder irgendwie doch nicht, weil du dich selbst verletzt hast. Also es ist irgendwie... Hä? Ja. Ja. Cardio. Okay, haben wir. Cardio. Jetzt kann uns nur noch... Hä? Wow. Ein kleiner, gruseliger, nicht fremder Junge retten. Da rechts ist das Kontrollpanel. Da kannst du die Kraftfelder freischalten. Ausschalten. Bitte hilf uns, hier rauszukommen. Da direkt vor dir bei dem Control-Panel. Ja. Da direkt vor dir bei dem Control-Panel, da kannst du die Kraftfelder ausschalten. Kleiner Junge, bitte hilf uns hier rauszukommen. Da direkt vor dir... Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Da direkt vor dir auf dem Control-Panel, da kannst du die Kraftfelder ausschalten. Ich kann nicht mehr reden. Gut gemacht, Kleiner. Ja, aber das war so eine Mocke. Sind die wieder in dieser Ecke drin, wo ich auch meine ADRs aufnehmen musste? Eine Mocke, kennst du es nicht? Matsch. Nee, sagt meine Oma eher. Egal. Das müsstet ihr doch kennen. Das ist, ah ja, genau, es ist da. Julia ist genau da, es ist in der linken Zelle. Also wo Julia und Rose eingesperrt sind, in der linken davon ist alles ausgeleitet mit so Schaumstoff und so hingelegt. So, das war bei mir genauso. Ich stand genau da, wo Julia stand. Genau da wurde mein ADRs auch aufgenommen. Gedreht wird. Von den Waffen. Nee, Waffen. Stopp!
Wartet! Sorry. Jetzt! Jetzt! Ja, Links hat schon oft in die Kamera geguckt, haben wir schon gesehen vorhin. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wo bin ich hier? Wer bist du? Müsste dann mal der Mund noch sagen, so aua. Was willst du von mir? Ja, geil. Immer noch ein, Simon, wo du schneller, nachdem du gesprochen hast, dich wieder umdrehst. Bring mich zurück! Verdammt! Ich mach alles kaputt hier! Es ist so weird, was nicht weiß, ne? Wenn man denkt, das war Jules einfach mit Männchen und streckt sich da irgendwo rum, aber am Ende sieht es ja geil aus, aber ohne Defekte ist es halt richtig cringe. Ach, Thomas! Das primäre Netzwerk der Waffensysteme. Wenn ich den Quantenverschlüsselungsalgorithmus umgehe und die Nanosekundenlatenz des taktischen Netzwerks abfange, dann könnte ich die Plasmakonduktoren überlasten und die Fusionskapsel auf Nullspin kalibrieren, um so Zugang zum Kontrollknopf. Ja, sie liest gerade ab. Sie liest gerade ab, sieht man in den Augen voll, ja. Geile Geschwindigkeit. Ich habe einen Plan. Mit etwas Geschick kann ich mich in das Waffenkontrollsystem der Rattenkanone. Ich glaube, der Blick zur Seite ist zu seitlich. Genau. Und genau, dann nicht da drauf gucken, so, sondern immer so. Ja, stimmt, den Sprung sieht sie ja gar nicht, weil sie jetzt reinspringt, ist wahrscheinlich auch vom Greenscreen. Sie kann nicht vor sich selbst springen, gibt ja irgendwie auch Sinn. Das heißt, sie guckt ganz nichts ins Leere. Scheiße, ich hab schon wieder gemacht! Boom, Laserstrahl. Jetzt zu Julia gucken. Ja, geil. Alter, ja, gut. Sigma. Hä? Dieses Sigma-Face soll ich jetzt machen? Ja. Das haben sie nicht mal gebraucht, oder was? Hä, das kam gar nicht vor, so veräppelt. Produzieren jetzt so ein 10 für die Outtakes oder was extra? Oh mein Gott. Go! Nee, wie ging das noch? Action! Lieutenant Gross, das Spiel ist aus! Ja, weniger bewegen. Okay. Ich glaube, du darfst die Soundeffekte nicht mitmachen. Ja! Das schaffe ich. Lieutenant Gross, das Spiel ist aus. Ohne Soundeffekte. Mach nichts. Go! Jetzt habe ich sie. Da muss noch mehr Power. Lauter. Jetzt habe ich sie! Ja, der ist nicht schlecht, ja. Er ist Joey aber im Bild. Nein! Action! Schärfer. Okay, wieder Power! Let's go! Jetzt hab ich sie. Oh, wir brauchen mehr Power, mehr Schreis einfach mal. Boah! Junge! Jetzt hab ich sie! Der doch geil. Ja, The Room, Alter. Scheiß. The Room, ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber so schlecht hat er es gar nicht gemacht am Ende. Ich fand es glaubhaft, ja.
Ja, ist auch gut. Go. Nein! Ja, ich bin wieder groß. Go! Zapfi, du bist endlich wieder mit Doc zusammen. Digga, was war das? Zapfi, du bist endlich wieder mit Doc zusammen. Oh, die brauchen ja fast keine Soundeffekte für ihre Stimme. Dieses kann sie ja fast genauso nehmen. Verstanden, Zahnfee. Ich muss mich eh noch um mein Kind kümmern. Oma, der Cooper. Oma, der Cooper. Oh, schön. Oma, der Cooper. Oh, Chris. Papo, Gru, Gatcha. Kule, Pap, Mokoro, Katscha. Jo. Jo. Mama. Jo. Das ist ein Hey, geil, aber ich kann das nicht. Preocupar klingt aber wie Spanisch irgendwie. Ist das nicht irgendwie beschäftigen oder irgendwie so preocupar oder besetzt oder so? Ich werde gerade angerufen, aber ich kann gerade nicht. Nachher. 3, 2, 1, weg! Ich konnte fliegen, Mandy. Es war so schlimm, weil ich hatte die ganze Zeit Höhenangst. Ja, das war dein Mathe, ja. Perfekt. Die ganze Zeit Höhenangst. Hallo, Mandy. Hä, hey, wofür ist das denn gewesen? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Bitte. Das ist Hammer, ja, okay. Bitte. Was ist das? Das sieht so vercrackt aus. Das ist so cool. Stop! Wir sind in meiner Gegenwart. 1000 Jahre in deiner Zukunft. Go! Du bist also auch ein Zeitreisender? So in dieser Raumschiff-Crew? Bist du auch so durch die Zeit aufgefallen? Hä? 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 Go! Mane! Sorry. Hä, hey, was war das gerade für ein Einblender gerade? Was war das für ein Typ gerade? Hä, hey, hast du nicht gecheckt mit dieser Musik? Ja, ja, da war dieser Typ da. Wer ist das? Kennt man den? Muss man den kennen? Hab ich irgendwie was verpasst oder so? Ich guck nochmal an. Wer ist das hier? Warum ist der hier? Was? Hier ist er. Go! Ich bin Wissenschaftler. Ich habe meine eigene. Was ist das denn jetzt auf einmal so? Okay. Sorry. noch ein bisschen weniger traurig. Ja, so ein bisschen. Mach doch selber. Hier ist er. Traurig. Und echt? Richtig. Du siehst die Erinnerung von meinem Mond aus dieser Zeit. Der Mann im Mond in deiner Zeit muss sein eigenes Gesicht aus der Zukunft anziehen. Dann sieht auch er diese Erinnerung. Dann spürt er seine Augen. Ja, reicht es. Ja, haben wir. Was? So das ist die Reaktion. Nein, das ist okay. Der Mann im Mond in deiner Zeit muss sein eigenes Gesicht aus der Zukunft anziehen. Dann sieht auch er diese Erinnerung.
Dann wird er keine andere Möglichkeit sehen, sich selbst davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Okay, cool. Mhm. Gut. Next. Okay. So. Damit hat Böse mir den Kompass tätowiert. Ja. Ich schwöre. Die Koordinaten wurden an die ANUS-7 übermittelt. Sobald sie den Zielplanet erreicht haben, werden sie über das Signal eines Pagers zum Empfänger geleitet. Für die Sicherstellung dieses Auftrages teile ich Ihnen ein neues Crewmitglied zu. Ja, sehr geil. Sehr clean. Eine Ehrenfrau. Eine Ehrenfrau. Eine Ehrenfrau. Eine Ehrenfrau. Eine Ehrenfrau! Eine... Oha, what the f***? Vor allem wieder so geil, wie da im Hintergrund diese Frau läuft. Hier läuft eine Frau im Kinderwagen. Und dann sehen sie nur Curly, wie auf dem Boden liegt und schreit. Ah! Ich hab die Rettung nicht so. Ich renne mein Leben gerade. Schnell weg, schnell weg. Oha, what the fuck? Wo bin ich hier denn gelandet? Wo sind denn alle? Lieutenant Rose? Captain Jerky? Wie bin ich hier denn gelandet? Sieht ja mega oldschool aus. Schlimmer als auf Planet Madeira. Oha! What the fuck? Wo bin ich hier denn gelandet? Und wo sind denn alle? Captain Jerky? Lieutenant Rose? Wo sind denn alle? Captain Jerky? Lieutenant Rose? Captain Jerky? Lieutenant Rose? Wo bin ich hier denn gelandet? Und wo sind denn alle? Captain Jerky? Lieutenant Rose? Ich hab jetzt so eine Pirouette gemacht einfach. Was war das? Wo sind denn alle? Scheiße, das muss am Planet der Entwicklungsstufe minus 8 sein. Oh. Oha! Was für ein Twist! Und noch größer Schreck am Anfang. Oha! Was? Wow, ihr seid auch hier? Ja, okay. Ey, ich bin ja auch geil, aber. Oha! Was? Seit wann bist du denn hier? Was für ein Twist! Oha! Was für ein Twist! Go! Ich bin froh, dass sie das Twist rausgemacht haben. Es ist ohne besser. Ich glaube, das hat er nicht gesagt, ja. Hast du noch deinen Pager? Was? Go! Hast du noch deinen Pager? Du noch deinen Pager? Okay, sorry, okay. Yeah, what? Mama, nee. What? Hast du noch Peps? Ja, das ist gut. Das war funny. Hast du noch Peps? Das war aber genau gleich wie gerade eben, ne? Hast du noch Peps? War ein bisschen ruhiger. Was ruhiger! So wie am Bahnhof, wenn du fragst, so, ne? Hast du noch Stuff? Es gibt Schelle direkt, okay. Oh oh. Das ist ein Wecker eigentlich, geil! Satz reif bleiben! Justin Celina Beef Jerky. Go! Verdammt! Wir sind aufgeflogen. Dieser Plan war eine minus 1 von 10. Oh mein Gott, Alter, komm. Die übernehme ich. Aktiviere Dorsal. Die übernehme ich. Aktiviere Domina. Domina. Waka, hey, ich rette euch. Lauft in das Raumschiff. Los. Oh, sieht richtig gut aus. Krass. Okay, ja, passt. Gut. Okay. Eins, Action! Das war unangenehm. Hallo. Das war unangenehm. Ui. Go. Keine Sorge, ist nur auf Betäubung. Ja, bin aber zu spät, oder?
Scheiße. Bald können die Bewohner ihren neuen Herrscher der Stadt willkommen. Scheiße, Entschuldigung, nochmal. Ich lass dich setzen, Götter! Fahr! Was sind das für Wilde? Was sind das für Wilde? Bitte! Da sind Leute im Weg. Ah, wie die Kamera guckt! So voll bei Stromberg drin, wo die Kamera gucken darf. Mach ihn platt! Aus dem Weg, Leute. Alle gelacht. Das war schon echt sehr lustig, ne? Aus dem Weg, Leute. In der Kamera kommt. Cool. Haben wir die beiden. Sehr schön. Haben wir den Shot jemals so gesehen, wie die umgenutzt werden im Hintergrund? Oder habe ich nicht drauf geachtet? Muss ich nochmal fünfmal gucken jetzt. Boah. John ist da! Ah, geht schon kaputt! So stark sind die also, die haben so einen krassen Hieb von der Bohne. Die können sogar schon Metall auseinanderrobben hier. Nervous! Macarena. Wir müssen alles tun, wenn die ganzen Klassiker hier rausgeholt, ist Waka Waka, jetzt Macarena noch. Du hast daran zu hindern, dein Gesicht zurückzubekommen. Ich habe meinen Bruder Klaus bereits informiert. Klaus? Santa Claus? Oh Junge, ich bin ein Riesenfan. Klaus? Santa Claus? Santa, Zahnweh, John. Wir werden ein krasses Trio. Wenn wir jetzt noch June finden würden, dann wären wir ein heftiges Trio. Nein, ihr macht gar keine Sorgen. Bitte! Hey, wir gehören natürlich auch dazu. Rainer. 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 Ja. Oh, sorry. Quintett! Rainer gehört natürlich auch dazu. Rainer gehört natürlich auch dazu. Wer bist du? Wie gemacht hast? Du möchtest so etwas an. Sorry, Quintett! Rainer gehört natürlich auch dazu. Wie so ein Pokémon einfach. Rainer. Oh Junge, Blutto, da ist Rainer! Komm mal, Rainer, so dann guck wieder. So ist es. Und bitte! Rainer! Was willst du? Die Lache war gut! Oh, ich kann das gar nicht, ich kann nur Mickey Mouse! Oh Junge, Blutto! Miska, Muska, Mickey Mouse! Was soll ich denn überhaupt machen? Go! Action! Geil. Okay, geil. Alter, wie der stark auch so biegbar ist, ne? Wie der sich so biegt. Ist das aus Gummi oder so? Wirkt jedenfalls so. Okay, gut, alle gut? Stopp ist kaputt gegangen. Ja, Stopp ist kaputt gegangen. Ja. Ah, okay, er ist kaputt. Also, ich dachte, er wäre so biegbar, aber scheint das nicht so sein. Action! Oh, Vorsicht! Au! Oh Gott. War die Szene drin? Wenn ja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Wie gesagt, ich muss mal ein paar Mal gucken. Aber dann wäre es ja wieder, dann hätte der Mann im Mund ja sehr gut Rainer hier geschauspielert, weil der hat sich ja am Anfang ja auch in der Busch versteckt, wo wollte, dass Drew ihm die Tasche zuwirft. Also, ja.
Sehr lustig, auch macht er ein bisschen weniger mit dem Zittern? Ich mach mal gar nichts. Oh, das ist prima. Sandra, Zapfe, John muss zusammenhalten. Ich muss ihnen helfen. Oh. Ich hab Eule. Ey, Hammer! Hammer, oder? Komm hoch. Ah, das ist gar nicht da. Das ist CGI-mäßig reingemacht, dieses Ding, diese Tretende. Ach, crazy. Ja gut, wie wir ihn sonst darstellen können, das stimmt. Und lecken. Jetzt warte. Warte, aber bleib mal kratz, für dich nochmal zu kratzen. Ah, ist doch da, okay. Okay, gut. Krieg die mal ab jetzt, krieg die mal ab. Okay, gut. Das brauchen wir noch, das musst du gleich in den Mund stecken, ne? Ja, schon. Aber soll man sitzen, nicht im Liegen. Ja, nice, geil. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und steht sogar schon Sandmann ab dem 2.11. auf Freebie und ab dem 16.11. auf YouTube. 2.11. Oh, das ist ja auch schon wieder bald, ne? Das ist nächste Woche. Okay, meine Theorie wird auf jeden Fall diese Tage, die nächste Zeit kommen, die Woche auf jeden Fall. Also ich werde es nicht um Wochen verschieben, da gibt gar keinen Sinn. Also ich gebe mein Bestes, Skript steht schon, ich will halt nur aufnehmen noch. Problem ist halt, die Aufnahme dauert immer 3 Stunden. Und wir haben gerade, wie gesagt, 1 Uhr nachts. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch 3 Stunden aufnehmen kann bis 4 Uhr morgens. Also werde ich es morgen aufnehmen und Dienstag komplett aufnehmen und schneiden bis Dienstagabend. Ich glaube, ich schaffe ich nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann Mittwoch kommen oder so, Mittwochmittag, Nachmittag. Ja, dann ist das so. Ich habe mir dafür Zeit, es soll gut werden, wird auch gut, sind starke Sachen dabei. Und wenn ihr noch weitere Theorien habt, jetzt, weil das Video wahrscheinlich vorher noch online kommt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann werde ich es mir noch angucken. Und dann vielleicht noch was von euch, noch Ideen drin, die spannend sind oder die ich aufgreifen kann oder irgendwas mitmachen kann. Aber mein Skript ist eigentlich schon fertig, eigentlich alles schon fertig eigentlich. Also wenn ihr noch, was rausfindet noch, dann ist es ja übel krass. Also was ich noch nicht erschienen habe, ist schon echt, ich beende das Video einfach, es reicht jetzt endgültig. Aber warte, eine Sache.